Hallo Leute, willkommen zur 10. Folge des Let's Plays Civilization 3. Wir spielen weiter und wir haben heute eine Jubiläumsfolge, deshalb habe ich mir ein Bier aufgemacht. Ich klopfe gegen die Flasche. Ja, das ist sehr, wirkt sehr authentisch. Nun denn, wollen wir einfach mal anfangen? Ich habe eine Weile nicht gespielt. Ich hatte ein bisschen vorproduziert, was ihr euch ja sicherlich denken konntet. Und jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren, wie weit ich denn hier schon war. Ah ja. Also hier stehen immer noch die Weintrauben aus, die ich mir holen wollte. Das Pferdchen hier unten habe ich mir geholt. Habe ich denn schon Eisen? Eisen, Eisen, Eisen. Eisen, Eisen. Ich sehe kein Eisen. Ja, dann ist wohl klar, was wir jetzt als nächstes mal angehen könnten. Und zwar Eisen holen. Noch ein bisschen hier durch die Gegend fahren und euch verwirren. Eisen. Hier ist Eisen. Auch direkt neben den Weintrauben. Sonst nirgends. Oh ja. Ach doch, ich hatte schon Eisen. Und zwar bei Königsberg. Mann, 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 Mann. Da spielt man ein paar Tage nicht und dann ist man vollkommen raus. Gut, dann fahren wir einfach fort mit dem, was wir bisher gemacht haben. Wir haben in Berlin die tolle Aufgabe, die hängenden Gärten zu produzieren, was eine coole Sache ist, weil wir dann zwei Smiley Faces mehr haben. Oder Happy Faces. Und dadurch die Stadt vergrößern können. Okay, dann bauen wir mal hier weiter aus. Da geht ja nur ein Bergwerk in den Bergen. Ansonsten sind wir jetzt ja frische Monarchen geworden. Da ist halt die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, so an der einen oder anderen Stelle Bewässerungsanlagen zu bauen. Ja, hier sieht es ein bisschen schlecht aus. Höchstens hier so in diesen Quadranten. Na, hier fehlt noch die Straße. Ich hoffe, heute wird die Folge nicht so lang. Es ist schon relativ spät. Was bauen wir hier am besten als nächstes? In Kiew ist ja relativ weit weg, aber wir haben noch keine Möglichkeit, das Gericht zu bauen. Also werde ich wohl den Marktplatz erstmal angehen. Schon mal, Code of Laws haben wir in zwei Runden. Und dann haben wir die Möglichkeit, ein Gericht zu bauen. Und das wird uns auch weiterhelfen. Den Warrior werde ich mal hier wieder aktivieren, um mit dem die Truppen hier drüben zu verstärken. Dann muss ich mir überlegen, ob ich vielleicht weiter angreife. Hier werde ich mal durch die Berge mit Bergwerken versehen.
So, Leipzig hat auch einen Siedler gebaut. Den werden wir gleich mal noch einen, oh, bei so viel Bevölkerung werden wir den gleich noch einen Arbeiter zur Seite stellen. Und dann am besten noch einen Spearman. Hamburg soll natürlich keiner Probleme haben. Also machen wir warten. Ja. Naja, wenn das hier sowieso schon ein Feld ist, wo viel Nahrung produziert wird, dann kann das ruhig noch mehr sein. So, auch hier ist die auch noch wieder hergestellt. Da baue ich auch noch einen Spearman und einen Arbeiter. So, wie geht's hier eigentlich weiter? Jetzt habe ich das Gericht. Code of Law. Ich bin auf jeden Fall in der Lage, im Mittelalter weiter zu forschen. Und ich denke, das wird jetzt erstmal in Richtung Universität gehen. Weil ich ja mit der Bildung noch schneller weiterkommen möchte. Und die Universität verbessert quasi die Bibliotheken. Und dann wird in den Städten noch mehr in die Forschung investiert. Und dadurch kann ich schneller bessere Technologien bekommen. So, jetzt ändert sich hier das Bild. Es wird mittelalterlich. Auch die Berater werden jetzt ein bisschen anders aussehen. Ja, die sind jetzt sehr zufrieden. Ah, sieht man gleich. Der Wissenschaftler sieht nicht mehr aus wie ein Wissenschaftler, sondern wie ein Magier. Naja, weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll. Außerdem haben wir jetzt quasi für diesen Schritt, dass wir das Mittelalter erforscht haben, die Technologie Monotheismus geschenkt bekommen. Also die Eingötterei. Man glaubt nicht mehr an viele Götter, sondern an einen Gott. Bisher war ja der Tempel mein Bauwerk, womit ich die Zufriedenheit der Menschen auf zufrieden heben konnte, wenn sie unglücklich waren. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit der Kathedrale. Und die Kathedrale macht drei Menschen zufrieden. Ich glaube, der Tempel hat nur zwei Menschen zufrieden gemacht, wenn nicht nur sogar einen. Und mit Hilfe des großen, meine Güte, wie heißt denn das? Des Orakels von Delphi, wie heißt das hier so? Irgendwo habe ich das Orakel gebaut. Naja, mit Hilfe dieses Orakels hat es, glaube ich, zwei Happy Content Faces. So, Content Faces gebracht. So, hier wäre die Möglichkeit, Theologie zu erforschen. Ich hatte ja hier schon was angeklickt. Ja, das geht über Theologie, von daher ist alles in Ordnung. So, meine Leute wollen mir wieder den Palast ausbauen. Das finde ich natürlich super. Ich baue mal hier diese Treppe hin, damit sieht das nicht mehr ganz so nackig aus. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Etage hier irgendwie misslungen ist und aus der falschen Epoche ausgewählt wurde. Kann man jetzt nichts mehr machen. Zu spät, der Zug ist abgefahren. So. Okay, der Siedler, wartet auch auf den Spearman, der wartet hier auf den Worker. Den Workaholic. Ach so, wir haben jetzt die Möglichkeit, Gerichte zu bauen. Das ist jetzt da hinzugekommen als Bauwerk bei Code of Laws. Und das Gericht, Courthouse, senkt die Korruption. Und von daher ist es ein ziemlich wichtiges Gebäude, um
eben diese Verluste durch die Korruption auszugleichen. Wenn man mal hier nach so eine große Stadt schaut, hier wie zum Beispiel Königsberg, dann haben wir hier 3 Schildverlust und hier 2 Commerceverlust durch Korruption. Und das kann man mit dem Gericht, glaube ich, halbieren. So, jetzt stehen hier die ganzen Einheiten rum in der Stadt. Und ich glaube, ich werde die jetzt mal wieder in Bewegung setzen und die Russen noch ein bisschen ärgern. Weil wenn ich hier schon angefangen habe zu erobern, dann mache ich das vielleicht gleich noch weiter und noch Einheiten zur Verfügung habe. Gut, dann werde ich hier mal die entsprechenden Einheiten aufwecken. Okay. Ja, und dann gehe ich einfach direkt weiter nach Smolensk. Der schwache Krieger, der wird hier mit festgesetzt. Oh, hier wird ein Warrior gebaut. Das ist gar nicht in Plan, so geplant. Hier werde ich mal gleich das Gericht bauen, weil hier ist ja auch relativ viel Korruption. So, Leipzig hat den Arbeiter gebaut und jetzt soll Leipzig noch einen Spearman bauen, der gleich zur Verteidigung des neuen Siedlers dienen soll. Arbeiter, Siedler, Spearman fehlt noch. So, hier ist auch die Bibliothek fertig. Das ist gut. Und die Stadt wächst ja schon wieder ganz wundervoll. Ich werde einfach mal nur einen Worker bauen, der beim Wachstum unterstützt. Eine Bewässerungsanlage hier. Und der Siedler. Ja. Der Trupp hier ist auf dem Weg nach hier oben zu den Trauben. Vielleicht wäre hier eine gute Lage. Da hätte ich nämlich noch 2 weitere Elefanten. Wäre hier in den Überschwemmungsgebieten, die ja relativ gut Nahrung abwerfen. Und hätte auch zusätzlich noch das Getreide. Und wäre näher an den Russen dran. Ja, ich glaube, ich baue erstmal weiter aus, was jetzt so direkt in der Nähe ist. Hier wäre, glaube ich, ein ganz guter Ort. Sicherlich auch noch woanders. Ach, es lässt sich so schlecht nach rechts scrollen. Vielleicht auch hier, um diese Lücke zu schließen. Das ist halt auch die Frage. Das wäre natürlich auch sinnvoll. Das ist auch kein so schlechter Ort. Oder hier eben. Noch 2 Felder. Ja, genau. Das wäre eigentlich eine ziemlich gute Platzausnutzung. Nach unten hin 2, nach oben hin ist sowieso noch Platz. Ja, das ist in Ordnung. Ich baue hier. Ja, und den Arbeiter, den kann ich gleich noch nachschicken. So, hier warten wir noch auf den Spearman.
Und Smolensk wird langsam ein wenig bedrängt. Prepare for war. Library ist fertig. Hier werde ich auch noch einen zweiten Spearman bauen, weil Spearmen sind halt besser zur Verteidigung. Und hier ist der Worker fertig. Schauen wir mal in die Stadt. Ja. Wenn wir mal das Gericht bauen, dann haben wir hier nämlich auch die Korruption besser im Griff, die ja auch gar nicht so schlimm ist. Oh, und die Mauer wird fertiggestellt in Königsberg. Jetzt ist die Königsberg damit auch eine wichtige Stadt. So, Golden Age. Ich weiß gar nicht genau, was Golden Age heißt. Das könnten wir hier mal jetzt mal nachgucken in der Cyclopädie. Spearman ist in Ordnung. Oh, die kriegen gleich Bürgerkrieg, wenn ich hier nicht was ändere. Aufstände meine ich. Hier brauche ich keinen Spearman. Was ich hier viel mehr bräuchte, ist ein Aquädukt. Aber vielleicht erstmal ein Siedler, damit die Stadt wieder wachsen kann. So. Smolensk. You are next. Ich werde mal eben gucken, was Golden Age bedeutet. Index. Golden Age. Eine 20-Runden-Periode, wo es extra Schild und Kommerz gibt. Naja, warum auch nicht? Ist jetzt nicht so, dass ich die unbedingt brauche. Aber man sieht es ja direkt. Hier sind gleich Zweigschilder zu sehen. Man wird eben noch schneller gebaut. Und die hängenden Gärten sind auch ziemlich gleich fertig. Sehr gut, dass das Katapult als erstes angewählt ist. Damit kann ich dann gleich mal einen Stein werfen. Noch so eine schäbige Einheit. Nehmen wir mal den. Vielleicht steigt er auf. Ja, super. New Governor. Yes. Very good. Das kann alles so bleiben. Hier habe ich den Arbeiter noch fertig gemacht. Den werde ich gleich hinterher schicken. Und die Straße bauen, die die Stadt direkt anbindet. Und das Gericht als nächstes ist vollkommen in Ordnung. Hatte ich, glaube ich, selber ausgewählt. So, hier ist der Arbeiter. Fehlt noch eine Runde bis zum Spearman. Hier wird auch ziemlich bald die Culture wachsen. Dann kann ich mir schon mal die Anbindung an das Weizen machen. Und ich glaube, eine Einheit sollte ausreichen, um die Stadt erstmal zu verteidigen. Und dann gehe ich mit den restlichen Einheiten weiter Richtung Westernpol. Jo, hier ist auch der Arbeiter fertig. Auch gleich ein Gericht hinterher. Hafen wäre natürlich nicht schlecht. Gerade hier, wo direkt in der nahen Umgebung viel
Fisch noch ist. Also diese Stadt wird riesig werden, irgendwann mal in ferner Zukunft. Bei diesen besonders vielen Spezialressourcen um die Stadt herum. Nur mal so als Prognose. Weiter nach Svestanpol. Oh, Smolensk ist unser russischer Einwohner schon ganz gut drauf. Aber wir haben hier natürlich eine massenhafte Korruption. Das ist natürlich unschön. Und nun ist hier auch die Einheit fertig. Und ich glaube, ich werde auch mal eine Galeere bauen. Und dann kann ich mal mich auf den Weg machen, die Weiten der Meere zu erforschen. So, mit dem ich da weiter. Vielleicht die anderen. Die andere Seite holen. Ja, ich gehe mal hier hin. Und werde mal versuchen, die andere Seite zu holen. Hier direkt die Straße. Wird ja eh gleich erweitert, der Radius. Dann kann ich auch gleich hier die Kuh anbinden. That's a mistake. A terrible mistake. Okay, Frankfurt hat schon ein Aquädukt gebaut. Schick. Dafür blieb jetzt das Courthouse liegen und wir sehen, das ist bitter nötig. Bitter nötig. Ja, da können wir mal drauf achten. Wir haben jetzt 7 Runden Courthouse. Wir haben jetzt 6 Production, die uns flöten gehen, und 5 Commerce. Mal gucken, was das bringt mit dem Courthouse in 7 Runden. Die werden wir auf jeden Fall noch spielen. So, hier muss ich mal die. Ja, genau, wenn Aufstände sind, ist natürlich alles an Production, geht an die Corruption drauf. So, Moskau muss auch versorgt werden. Okay. So, hier soll die Straße zu der neuen Stadt, die noch nicht gebaut ist, die jetzt sofort gebaut wird, Nürnberg. Den Spearman haben wir ja schon, das heißt, wir können gleich an die Library gehen. Nein. So, hier braucht man dringend ein Aquädukt, aber ich baue einen Siedler, von daher können wir erstmal den Siedler beenden lassen und dann das Aquädukt angehen. Der Siedler zieht ja sowieso gleich wieder 2 Einheiten ab. Ja, der Siedler ist auch direkt fertig, aber es wächst ja auch gleich wieder die Stadt. Von daher schadet uns das überhaupt nicht. Hier werden wir noch warten. Ah, wir haben mal eine Bewässerungsanlage, nicht schlecht. Hier haben wir gleich die Städte angebunden. Das ist super.
Okay. Ja, noch ein bisschen mehr be bewässern, die Gegend. Hier sieht es ja erstmal ganz gut aus. Da ist ja auch der Siedler fertig. Ich denke, ich schicke den jetzt einfach mal hier hin. Das ist ja eine sehr ungefährliche Gegend. Ja, hier bekommt er. Das wäre eigentlich optimal. Da bekommt er nämlich die Kuh auch noch mit. Eine sehr ungefährliche Gegend. Da brauche ich auch erstmal keine Verteidigung. Und der Siedler, der Arbeiter, den ich hier überproduziert habe bei Heidelburg, der kann ja dann dort helfen gehen. Genau. Wenn wir die Ordnung wiederherstellen in Berlin. Berlin wächst ja auch ganz fleißig. Und wenn die hängenden Gärten fertig sind, dann werden wir weniger Probleme haben mit den sozialen Unruhen. Schade, sehr schade. So, hier ist der Archer fertig. Ach, nicht der Archer, sondern der Spearman. Damit ist genug Verteidigung vorhanden und ich werde als nächstes erstmal ein Courthouse bauen, weil man sieht auch hier, dass es bitter nötig ist. Und der geht gleich hier oben hin und löst den Archer ab. Wow, gute Produktion. Da werde ich roden und bewässern. So, zwei Verteidigungseinheiten fertig. Dann auch hier das Courthouse. Hier haben wir das Courthouse im Blick, noch zwei Runden. Es waren, wie gesagt, oh, nicht hier. Oh, da bin ich falsch. Hier haben wir das Courthouse im Blick. Noch fünf Runden. Da sind es inzwischen sieben und sieben. Also es wird immer noch nötiger. Klar, die Stadt ist gewachsen und sie wird auch noch weiter wachsen, bevor das Courthouse fertig wird. Unsere Galeere ist fertig. So, und jetzt können wir hier in Leipzig, könnte ich jetzt anfangen, das Lighthouse zu bauen, also einen Leuchtturm zu bauen. Das Ding ist nur, die Stadt ist jetzt schon wieder so groß, dass ich eigentlich gar nicht, ja, dass ich eigentlich sofort wieder die Stadt verkleinern will, indem ich Siedler produziere. Ja, worauf wir natürlich jetzt achten müssen, wo der Leuchtturm nicht da ist, ist, dass wir mit der Galeere, die wir gerade produziert haben, nicht aufs offene Meer hinausfahren. Also eine Galeere kann nur an der Küste fahren. Küste sind diese hellblauen Bereiche. Und das offene Meer wären eben dann dieses dunklere hier. Und Ozean ist dann noch dunkler. Aber ab diesem Bereich würde die Galeere eben versinken. Und das wollen wir natürlich nicht. So, auch hier ist die Straße bald in Königsberg. Die Engländer werden uns gleich wieder rausschicken. Macht nix.
Auf jeden Fall ist jetzt das Wachstum klar erkennbar. Wir bauen hier fleißig Städte und expandieren, expandieren, expandieren. That's it, goodbye. Autsch. Ja, da werden wir noch ordentlich angegriffen. Leipzig hat auch Unruhen. Das ist gar nicht mal so gut. Jetzt haben wir hier nur noch eine Einheit Katapult und der ist. Ja, und den Archer. Das ist gar nicht gut. Naja, gut, ich werde jetzt den erstmal festsetzen und direkt diesen Archer rüberschicken. Haut. Ich glaube, das war jetzt nicht richtig eingestellt. So. Okay. Die Stadt ist sofort angebunden. Und da werde ich gleich. Ah, ich werde mal gleich schauen, dass ich an Wasser komme. Vielleicht kriege ich hier dieses Wasser von der Quelle im Berg und kann da eine Bewässerungsanlage bauen. Vielleicht auch nicht, wenn wir gleich sehen. Bisschen sinnloses rumgelaufen, weil ich mich verklickt habe. So, die Kuh wird auch angebunden. Hier ist das Courthouse fertig in Hamburg. Das ging ja super schnell. Da haben wir nicht drauf geachtet, wie viel Korruption wir haben, aber es wird sicherlich auch runtergegangen sein. Ich baue hier auch direkt noch einen Siedler, weil die Stadt wächst einfach zu krass. So, Smolensk hat Unruhen, aber nicht mehr lange, denn die Einheit muss hier nur rein. Dann ist alles wieder bombig. Moskau hat Unruhen, da müssen wir was tun. Oh, da kann ich auch eine Bewässerungsanlage bauen. Und hier versuche ich es mal. Nee, es geht nicht. Leider. Aber ich brauche schon mal eine Straße. Da endet dann auch die nördliche Spitze. Ich komme schnell rüber. So, hier ist ein weiterer Arbeiter fertig. Den wollte ich eigentlich gar nicht bauen. Ach nee, den habe ich dann nur reingeschickt aus Versehen. Jo, das ist ja nicht weiter wild. Hier werde ich noch eine Bewässerungsanlage bauen. Hier ist die Stadt ja schon geplant und die Kuh bekomme ich auch gleich. Das ist ja ganz toll. Köln, Cologne. Ah, na, dafür ist dann so eine Schleuder auch ganz gut. So, Theologie ist fertig. Jetzt kann ich die Sinister-Kapelle bauen und die Sinister-Kapelle verdoppelt den Effekt von Kathedralen. Kathedralen hatten wir ja vorhin schon erklärt. Produziert drei Content Faces, dann würde die Sinister-Kapelle oder Chapel quasi sechs
sechs Content Phases produzieren. Wenn man eine Kathedrale aufbaut. Aber das ist nicht so wichtig, denke ich. Educationen sind wir schon bei einer University und das ist ganz prächtig. So, hier unten hatten wir noch ein paar Probleme. Jetzt kann man hier schlecht einschätzen, wie viel Korruption da jetzt tatsächlich herrscht. Müssen wir mal bei der nächsten Runde reingucken. Ist leider wieder misslungen, der Angriff. Und dieser Archer generiert auch gar nicht. Er tut nicht, was er soll. Kann sein, dass man im Feindesland nicht regenerieren kann. Möglicherweise. So. Und ich brauche hier, glaube ich, keine zwei Worker mehr, deswegen schicke ich ihn jetzt nach Köln. Ah ja, der soll die Stadt verteidigen. Der soll eine Bewässerungsanlage bauen. Der auch. In Leipzig bauen wir einen Siedler. Und dann werden wir auch gleich das Lighthouse angehen. Obwohl das hier gar nicht mal so gut produziert wird. Da wir in Leipzig gar nicht so viel Schilde produzieren. Ich glaube, ich werde in Leipzig mal einen Worker bauen, der hier vielleicht noch ein bisschen dafür sorgt, dass mehr Schilde produziert werden. Oh, Hamburg hat noch einen Siedler gebaut. Hamburg soll jetzt auch noch einen weiteren Worker bauen. Hier wird auch ein Courthouse fertiggestellt in Kiew. Hier braucht auch nicht mehr lange, bis es angebunden ist an die Straße, was dann wiederum allen Städten zugutekommt, also so wie Moskau und Kiew, weil die eine weitere Luxury bekommen mit den Elefanten und die Ressourcen Eisen und Pferde bekommen. Allerdings die anderen Städte eben auch die neue Luxury Felle bekommen. Joa, hier werde ich mal einen Arbeiter bauen. Sehr gut. Noch besser. Neuen Governor. Svestanpol ist unser. Sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt ziehen wir auch gleich rein, dann kann er auch wieder regenerieren. Und ich hoffe, jetzt kommt kein Angreifer, weil sonst haben wir ein Problem mit unserer Einheit hier. Und der Arbeiter soll gleich mal die Straße hier nach Smolensk wiederherstellen. So, jetzt gucken wir mal, wo es regeneriert ist. Und noch eine Runde, nein, zwei Runden vor Ende des Courthouses. Wir haben sieben Production, die uns fehlen. Und wir haben sieben Commerce, die uns fehlen. Gut, Courthouse noch zwei Runden. Und wachsen tut die Stadt ja genau in diesem Moment. Was ein bisschen ungünstig ist, ehrlich gesagt. Vielleicht sollte ich das auf eine Runde reduzieren. Das mache ich mal. So haben wir nur noch eine Runde, bis die Stadt fertig ist. Und dann haben wir einen besseren Vergleichswert, als wenn die Stadt noch wächst vorher. Gut. Achso, wie viel hatten wir jetzt? Nochmal gucken. Jetzt haben wir acht Schilde, die uns verloren gehen und sieben Commerce. Acht und sieben. Hier den Arbeiter noch fertig machen. Ich kann natürlich auch die Städte
den Siedler schon losschicken, um hier eine Stadt zu bauen. Oder hier unten. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Vielleicht hier unten mal was anzugehen. Hier stört es auch nicht. Jo. Hier würde ich Probleme kriegen, glaube ich. Und zwar um dieses Feld. Das müsste ich dann teilen, was aber auch nicht so schlimm wäre. Dieses eine Feld zu teilen. Dafür werden hier nicht so viel verloren. Aber hier kann ich sowieso nicht wirklich drauf zugreifen. Ich baue hier. Ja. Hier ist auf jeden Fall schon der kulturelle Bereich geschlossen. Und da werden die Einheiten jetzt nicht mehr durchwandern. Natürlich können sie jetzt noch per Boot hier rein wandern und dort ihre Städte bauen. Was später auch passieren wird, da werden die anderen Zivilisationen versuchen zu expandieren, wie sie nur können, und überall Städte bauen, wo noch Platz ist. Aber sie sind ja nicht die einzigen, die expandieren. Ja, Worker ist in Ordnung. Und mit dem Arbeiter kann ich ja hier gleich irgendwie versuchen, noch so eine Lücke zu füllen. Mit dem Siedler. Dass ich immer Arbeiter sage und Siedler, das Arbeiter und Siedler verwechsle. Ich glaube, hier mache ich auch niemandem was streitig, wenn ich da die Stadt baue. Sind zwar jetzt keine Spezialressourcen drumherum, außer hier vielleicht die Überschwemmungsgebiete, die ja ein bisschen mehr Nahrung produzieren, aber dann ist hier wenigstens der Platz optimal ausgenutzt. So, hier sind wir inzwischen angelangt. Ich denke, ich baue die Stadt hier. Dann bekomme ich sie nämlich alle. Zwar noch nicht sofort, aber bei der ersten kulturellen Ausdehnung. Und ich bekomme auch die Kuh noch. Ja, der Worker soll natürlich direkt hinterher. Und dann schauen wir mal rein. Ich baue hier das Gericht. Ich glaube, das Lighthouse müsste ich woanders bauen, weil das dauert einfach in Leipzig zu lange. So, Hamburg hat auch den Worker fertig. Und in Hamburg baue ich jetzt die Sinise Chapel. Ja. Noch den Marktplatz vorher. Noch den Marktplatz vorher. So, jetzt haben wir das Gericht gebaut. Schauen wir mal rein. Und wir hatten hier vorher 8 Production, die uns fehlten, und 7 Commerce, die uns fehlten. Und jetzt ist so ein gutes Drittel davon verschwunden. Und das ist doch nicht schlecht. Sollte man also auf jeden Fall berücksichtigen, die Gerichtsgebäude, und dann kann man auch direkt wieder mehr Gold und mehr Schilder produzieren, auch in Städten, die weit weg sind von der Hauptstadt. Und hier könnte ich vielleicht auch das Lighthouse angehen, da ich hier durchaus eine ganz gute Produktionsrate habe. Allerdings sollte ich hier vielleicht vorher noch einen Siedler bauen. So. Hier die Straße, wie gesagt. Der muss ich erstmal ausruhen. Ja, und damit man sich in Ruhe ausruhen kann, werde ich gleich versuchen, mit den Russen einen Frieden zu schließen. Mal gucken, ob die das annehmen. Sind zwar dann schön doof, aber ich meine, eine andere Wahl haben sie nicht großartig.
Okay, die Stadt wächst auch gleich wieder. Genau, hier wollte ich noch den Marketplace bauen. Und den Arbeiter schicke ich hier runter zur Unterstützung. Und der soll natürlich die Stadt auch gleich anbinden mit der Straße. Und der Arbeiter soll hierhin zur Unterstützung auch die Straße bauen. Hier werde ich mal versuchen, die Bewässerungsanlage nach Heidelburg zu ziehen. Und hier bauen wir jetzt die Stadt, die jetzt nahe bei den Ressourcen, bei den Weintrauben sind. Eine sehr wichtige Stadt. Und ich werde hier auch gleich die Library angehen, weil ich einfach den Radius so schnell wie möglich erhöhen muss. Ich habe vergessen, die Disorder in Kiew wiederherzustellen. Das ist doof. Ach, die Runde war doch noch nicht zu Ende. Wir warten hier. So, hier kann ich eine Bewässerungsanlage bauen und die kann ich dann auch darüber ziehen. Hier sieht man ja schon, wo die Leute weitere Wirtschaft betreiben, weitere Landwirtschaft. Ich guck mal eben, ob ich irgendwo Land sehe, was ich vielleicht überspringen kann. Sehe ich leider nicht wirklich. Also ich glaube auch, die andere Insel ist hier, also in diesem schwarzen Bereich. Und hier sieht man jetzt keine Landzungen, die jetzt irgendwie zeigen, dass man darüber rüber käme. Den setze ich erstmal fest. Hier gehe ich nochmal zurück wegen dem einen Schatten. Bisschen doof gelaufen. So, Kiew hat noch einen weiteren Arbeiter gebaut und den werde ich gleich hier hinschicken, um zu versuchen, Moskau mit der Straße hier anzubinden. Also Smolensk mit Moskau zu verbinden. Was gibt es hier noch zu holen in Kiew? Erst einmal nix. Was ich natürlich machen könnte, wäre hier Angriffseinheiten herzustellen. Dann wäre natürlich sinnvoll, dass ich erstmal den Spearman, Quatsch, den diesen Schwertkämpfer hätte. Dazu muss diese Straße hier fertig werden. Also ich baue erstmal eine Kaserne und dann baue ich hier mal Schwertkämpfer. Königsberg hat das Aquädukt gebaut, kann jetzt weiter wachsen. Baut jetzt auch das Gericht. Hier gibt es einen Siedler, da gehört noch ein Arbeiter dazu. Und hier werde ich gleich den Hafen bauen, weil es sich einfach lohnt. Oder am besten noch ein Aquädukt vorher, weil die sind ja schon an der Grenze. Oder noch ein Siedler. Wäre wahrscheinlich noch sinnvoller. Erst den Siedler, dann das Aquädukt. So.
Hier ist auch die Library fertig. Schon fertig. Ja, auch gleich das Courthouse angehen. Auch hier die Library bauen. Ja, der hier, wie gesagt, Straße bauen. Ja, ich denke, das sollte für diese Runde genug gewesen sein. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Hier sind noch gleich die hängenden Gärten fertig. Darauf können wir uns dann in der nächsten Runde freuen. Und jetzt speichere ich nur noch ab. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Und es wäre schön, wenn ihr mal in den Videos auf Like klicken würdet, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen kommentiert und mir ein paar Tipps gibt. Da würde ich mich freuen. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann macht's gut. Tschüss.